riesige Masse von Leuten. Moment, Moment. Hey, yeah! Hey, yeah! Gut, also ich will da mehr davon. Also wir sind die Ärzte. Die Ärzte aus. Die verdammt nochmal beste Band der Welt. Hey, Wähler, schön dich zu sehen. Fahr in Urlaub, meine Damen, meine Herren und alles daneben, dazwischen, dann rüber, dann runter. Und hier ist er. Verrückte Welt. Du warst doch vorgestern auch schon mal hier. Der zukünftige Frontmann von Rammstein, Rodrigo Rosale. Mein Name ist Felsenheimer, Freunde nenne ich Peter. Ich muss mich ganz kurz hier bewerben. Den beobachte ich schon den ganzen Tag. Der hat bei Queens of the Stone Age gerade voll die Show gemacht. Und bei uns jetzt auch die ganze Zeit. Wie heißt du? Victor? Victor, meine Damen, meine Herren! Super Typ, super Typ. Ah, Victor! Eine kleine Durchsage an Victor und an alle seine Kollegen. Wir haben gehört. Victor! Ich glaube, du kriegst dann auch ein paar Heiratsanträge geschickt. Wir haben gehört, als wir in der Bühne bei uns das hier dieses Surfverbot war. Und wir haben dann gesagt, wir gehen nicht auf die Bühne, wenn das Surfverbot bei uns immer noch stattfindet. Da haben sie gesagt, na gut, wir stehen hier, ihr dürft surfen. Dankeschön. Ich sage aber gleich dazu, wenn ihr jetzt besoffen seid und total schwere Fallschirmspringerstiefel anhabt, taste your surf powers, ja, seid keine Arschlöcher. Nehmt euch ein Beispiel an Wähler, der ist auch keine Arschlöcher. Aber eins kann man über Wähler wirklich sagen. Ich wusste stets, was das wäre. Thank you.
Dankeschön. Das alte Frage-Antwort-Spiel. Ich spiele vier Töne und ihr kreischt, okay? Kreischt! Wie nur 70.000 Menschen kreischen können. Zufälligerweise 10.000 mehr als Marco am Rücken. Thank you.
Die wollen Drumstick von mir, ein Kind. In der Reihenfolge auch. Vielleicht sogar ein Kind aus Holz. Ja, Applaus. Ich will den Kindern noch Schlagzeug spielen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber während dem Lied eben oder eben davor war ein Mann in einem Rollstuhl beim Kreuzfahrt. Großartig. Ich bin beeindruckt, auch von den Leuten, die den Stuhl hochgehalten haben. Wollte. Die Mut von Ihnen singt bitte mit. Ein Lied gegen Arschlöcher. Wie so viele wieder von uns von Arschlöcher haben. Ja, wir verbringen so viel Zeit vom Spiegel. Okay, die Mut von dem Lied geht es ja, um die vielen Idioten, die wir dank der Pandemie halt erleben durften in den letzten Jahrzehnten. Jahren. Wir sind alt, aber so schnell. So langsam nicht. Okay, unter dem Eindruck dieses wirklich seltsamen Schwurbeltums entstand der nun folgende Song. Jetzt ich? Jetzt du. Thank you.
Alter. Ein was? Ein Pony. Wie gefällt euch der bisher? Okay, wir machen das jetzt mal ein bisschen mit mehr Kommunikation. Lieber Bela, es gefällt uns sehr gut bisher. Lieber Bela, es gefällt uns sehr gut bisher. Bela, frag sie noch mal. Unser neuen Bandmitglied, Viktor. Hier feiern wir mit dem nächsten Song. Thank you.
seid ihr jetzt so einigermaßen aufgewärmt? Viel Staub. Ich muss immer lauter fragen. Seid ihr aufgewärmt? Ja! Weil Bela hat jetzt ein Anliegen, wo eure Stimmbänder benötigt werden. Ja, das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig. Es kommt zu einem Shoutout. Wir haben beim Southside gespielt vorgestern und haben einen Wettbewerb gestartet. Einen Wettbewerb mit euch. Und zwar, lasst mich aufholen. Es passiert viel Scheiß auf der Welt. Dank des Internets sind wir permanent mit dem Unheil, mit dem Unbill auf diesem Planeten konfrontiert. Das ist gut und schlecht, es ist gut Bescheid zu wissen, aber es kann einen ganz schön runterziehen. Und es gibt aber auch viele gute Sachen, die das hervorbringt. Und drei, soziales Engagement. Es gibt viele Leute, die sich engagieren, die versuchen, irgendwie diesen Planeten besser zu machen. Wirklich, wirklich viele, die soziale Medien dafür nutzen, nicht nur dafür nutzen, um Katzenvideos zu verschicken, was ich natürlich durchaus auch gut heiße. Die sind aber auch zu niedlich. Nein, ein Leben ohne Katzenvideos ist denkbar, aber nicht erstrebenswert. Es gibt Menschen, die kämpfen darum, unsere Regierung dazu zu zwingen, die einst beschlossenen Klimaziele zu erreichen. Und nehmen dafür die Generationen sei gedankt. Es gibt Menschen, die kümmern sich um, die generieren Geld für Trinkwasser in trinkwasserarmen Gebieten, die immer mehr werden. Viva con Aqua! Schlagzeuger, die ihre Sticks ins Publikum werfen, um so den Regenwald anzukurbeln. Genau. Verstehe ich? Naja, egal. Darum. Und deshalb? Man könnte wirklich, wirklich noch viel mehr nennen. Wir haben aber den Bright Month und wir sind eigentlich in totaler Feierlaune. Ja. Und wir haben noch nicht so viel Zeit, deswegen Bela jetzt vielleicht mal. Und deshalb wollen wir jetzt einen Shoutout machen. Also, dass ihr macht richtig laut für all die Menschen und auch für euch selbst, die versuchen, diesen Planeten zu retten und schöner zu machen. Und vorgestern hatten wir einfach nur so sinnloses Geschrei, aber heute hätte ich gerne von euch fucking Frieden, verdammt nochmal! Ihr müsst 115 dB überbieten. Nee, 111 waren es nur. Also, am Southside haben wir haben es gemessen, wir messen jetzt die Lautstärke. Im Southside haben wir 111 dB gemessen. Das ist ein Düsenjäger. Das ist so laut wie bei 35. In der Fußgängerzone. Schafft ihr mehr als 111 Dezibel? Ihr wisst, was Dezibel sind, ne? Das sind diese kleinen Tiere. Ja, genau. Das sind diese kleinen Dinger, die man schiebt und dann die Spaghetti so. Na egal. Okay, also. Ich zähle auf. Ich mal einen rausziehen. Das ist vielleicht noch der Dezibel, der da oh, jetzt ist einer weniger. Aber der kann auch schreien. Seid ihr bereit? Okay, dann bei 4. 1, 2, 3, 4. Das ist das Guinness-Buch der Rekorde. Okay, okay. Das klang sehr, sehr laut. Wir kriegen gleich das Ergebnis. 110. Oh, 110. Tuckling war lauter. Aber ey, wir haben den Leuten auf dem Haushalt natürlich auch eine zweite Chance gegeben, weil niemand bei mir ersten schreit, das sind nicht 109. Beim zweiten 111, also schafft ihr 111! Fehler, die schaffen 112. Oder 113. 1, 2, 3, 4! Ich sehe zwei Daumen. 115! Ja! Yeah. Thank you.
Dankeschön! Ich will ehrlich zu euch sein. Ihr wart mit einem Shoutout total laut. Fand ich gut, aber was ich total liebe, ist eine Laola von ganz hinten, die so nach vorne rollt, im Dunkeln. Und ihr schreit so laut ihr könnt, aber nur, wenn ihr die Arme oben habt. Das ist dann ein Gefühl, als wenn so eine Brandung aus Menschen auf uns zubrandet, was ich total furchteinflößend. Wollt ihr das mal probieren? Ihr da hinten! Ihr fangt an! Und wenn ihr im Nacken spürt, fangt mir ab, Daddy, ja? Ich hab's die ganze Zeit hier im Auge. Wenn ihr im Nacken den Schrei spürt, dann nehmt ihr auch die Arme hoch und fangt noch an zu schreien. Aber wir machen es ohne Licht, weil es ist noch gruseliger. Auf die Plätze! Fertig! Und schreit! Das ist Gelände. Die nächste, Alter! Tsunami! Scheiße! Damn it! Fürchtete Ruhe zwischen den Stücken.
Das nächste Lied ist jetzt ein bisschen ungeprobt. drückt einfach mal ein Ohr zu für uns. Okay, es ist ein bisschen wilder. Das heißt, ihr könnt theoretisch, wenn ihr wollt, wenn ihr möchtet, niemand ist gezwungen, hier durchzudrehen. Wirklich nicht. Es würde uns natürlich eine große Freude machen, aber ey, unser Wohl ist jetzt wirklich nicht so wichtig. Tut einfach, was ihr möchtet. Wie erzählst du einen oder ich einen? Ich glaube, zusammen? Du musst ja einzeln. Was ist hier eigentlich los? Guck mal, stehen ein paar Leute hier rum. Ey, wieso? Super, hallo, wie geht's dir? Super Short gewesen, oder? Super. Ja! Und jetzt ist er auf der von euch aus linken Seite angekommen. Ladies and Gentlemen. Sexy wie eine Wärmepumpe. Reißt die Photovoltaik. Und wirksam wie Aspirin C-Komplex. Rodrigo González! Bist du heute weh? Dieser Mensch ist so perfekt. Er muss nicht freundlich sein.
Ja! Stöckchen verteilen. Wo ist Fari? Fari, wo are you? Ich kann dich hören, aber nicht sehen. Ah, da ist Fari! Und weißt du warum? Fari, du! In seinen Song anfangen zu singen. Farin, oh. Jetzt ist er mal dran. Wir haben er ist jetzt angefangen. Auch mal dran. Wir haben Unisono angefangen. Ihr habt ihr nicht. Naja, also. Das war, ich weiß nicht, in welcher Welt das Unisono war. In der Ärztewelt. Ja, okay. Das zählt als Teil, okay, was ihr gerade gemacht habt. Lass ich gerne. Könnt ihr uns folgen? Nicht schlimm. Keiner sieht. Thank you.
Passieren könnte durch dieses Lied. Wir haben euch gewarnt. Rodrigo González wird diese Gitarre bearbeiten, als wäre sie ihr. Stellt euch vor, ein 70.000-köpfiges Publikum könnt finden, eingebaut in einer wunderschönen 12-seitigen Gitarre, gespielt von ihm, Master of Sax. Rodrigo González. Der Lars Ulrich unter den Gitarristen. Vermisst dich zu küssen. Ich glaub, dieser Welt hat dich erlöst.
Ninja People! Danke für die bengalische Feier. Rodrigo González, was soll man sagen? Dankeschön, das sah total super aus! Perfektion! In Reinkultur! Wenn ganz genau dieses Publikum, es ist perfekt! Ein Stückchen Regenwald los im Augen. Das bisschen Mahagoni macht den Wald auch nicht dicker, sagt mein Mann. So, das nun folgende Lied ist für unsere Freunde. Jenseits der Mauer. Entschuldigung. Das nun folgende Lied ist wieder so ein scheiß Mitmachsong im Refrain. Bitte die Arme hoch. Und den Scheibenwischer. Ja, herrlich. Endlich sehe ich was. Gibt's halt nicht bei dem Regen, okay? Aber erst im Refrain. Den Refrain erkennt ihr daran, dass wir Reggae versuchen zu spielen. Kulturelle Aneignung, ich schäme mich jetzt schon. Und wir singen dazu, ich am Strand. Jetzt, weiß auch nicht, wieso. Sind wir alle da? Ich bin niemals glücklich, ich bin stark.
Ich am Strand. Ich am Strand. Ich am Strand. Ich am Strand. Das nächste Lied habt ihr euch verdient. Wir seid alle noch hier. Was machst du hier eigentlich? Musst du nicht arbeiten gehen morgen? Marvin, das ist... Liebe ist es, Bela, Liebe. Es wird dich überraschen, aber es gibt 10 nach 11 am Sonntagabend sind Menschen noch wach und feiern. Ja, seht, auf dem Acker, seht. Aber Bela, selbst wir sind ja noch wach. Also selbst ich. Ich stehe eigentlich jetzt auf. Ja. You know the drill. Der Untote, Mann. Ey! Endlich ein BH. Ja, ein BH, ein BH. BH, hängst nicht an die große Glocke. Eieiei, ist irgendwas drin? Ey, seid ihr noch wach? Ihr bin nicht so überzeugt gerade. Instant-Nudeln, Gemüse. Bela, das sind unsere Fans, die haben so einen ähnlichen Humor wie wir. Du wolltest wichsen? Nee, nimm lieber eine Gemüsebrühe. Alter Sack. Früher gab es Kondome, jetzt gibt's Instant-Nudeln. Bela, ihr wolltest aber sowas Ähnliches. Gut, also eine Instant-Nudel? People, das ist ganz unschuldig, eine sexuelle Anspielung. Ja. Schlaffe Nudeln oder was? Warme, schlaffe Nudeln. Das wird ja noch erlaubt sein.
Hey. Ja, so. Okay, bevor ihr euch völlig verliert, ach so, kommen wir zum nächsten Lied. Das nächste Lied beginnt mit einem Rap. Yo! Aha, aha! Oder Ficker. Ich hab den Tag so verflucht, als sie uns kennengelernt hatten. Ich hab alles schon versucht, Alter. Hab unter dem besternten Himmel von dem Mexiko dir meine Lieblingsplatten aufgelegt. Du hast dich nicht bewegt, hab ich dich zersägt. Du kleiner Schatz. Jetzt bist du mehrere Teile. Und ich find dich immer noch geile. Schatz. Meine. Okay, rappen können sie also auch nicht. Reggae, komm. Ich hab den Tag so oft verflucht, als wir uns kennenlernten. Ja, aber Achso. Wie wär's denn mit norwegischer Musik? Thank you.
Und der letzte Song kommt. Und der letzte Song kommt. Hier ist einer, der kommt. Komm, Pfui. Also was ich sagen wollte, wir spielen jetzt unser letztes Lied. Oh. Aber ihr kennt die Scharte seit 40 Jahren. Letztes Lied. Wir gehen 2 Meter von der Bühne. Ihr ruft Züge, wir kommen sofort wieder. Spielen dann noch eine Stunde. Zahlen an uns rum. Konventionalstrafen ohne Ende, aber egal, für euch machen wir das gern. Also, jetzt wo wir keine Freundinnen mehr haben. Ey, du bringst mich so raus, dieser beschissene Smiley an dem Riesenrad. Ich bin dagegen, Zwinker. Aber warum ist der beschissen? Du musst das Positive sehen. Ja, okay. Ich bin dafür. Also manchmal ist ein Lächeln auch nur eine versteckte Träne. Der zwinkert auch, dieses Arschloch. Ja, der zwinkert, man gibt Tränen in den Augen. Schon ja, ich bin so traurig, weil du dagegen bist. Ich bin doch auch dagegen, sollen wir zusammen dagegen sein, Fari. Ich okay. Na gut, Smiley, für dich. Dieses verdammte Riesenrad muss die Leute immer im Kreis kutschieren, Kreis kutschieren. Riesenräder sind gebaut, um okay, durch die Steppe zu rollen. Geh mal ins Schlagzeug. Wir müssen nicht gefangen sein auf einem Festival. Wir wollen in Freiheit leben. Mit unseren Brüdern, den Gashörnern. Das ist BNAW. Smiley ist abgelöst. Durch irgendwelchen Scheiß. Bitte versteht mein Verhalten.
herzlich willkommen. In meinem Lebenslauf, ich bin ganz ruhig. Warum regst du dich denn so auf, wenn du mir anfängst? Und mich wieder voraus, stellst du mir selber. Ein Abo sollte es aus, du kannst mir leid tun. Show gemacht für uns. So ist das halt. Sind die Ärzte zu Gast, da gibt man sein Bestes. Nur wir nicht. Wir machen halt denselben Scheiß wie immer. Vielleicht könnt ihr nochmal diese Schreilaula von hinten machen. Das sah echt geil aus und klang auch wirklich gut. Bis nicht. Pace your Laola Powers. Nutzt sie mal zum Klatschen. Ich kann nichts wissen.
Heiligen Geist, um sie auszusprechen. Und wenn der gar keine Zeit hat, dann springt Bela B. gern in die Bresche. Hallo Bresche, that's me. Jump. Okay. Das nun folgende Lied sollte euch bekannt sein. Und vielleicht mögt ihr mitsingen. Es sei euch überlassen, kein Zwang. Die Zeiten sind endgültig vorbei. In einer Bar sprach er mich an. Er war betrunken und er roch nach Schweiß. Er sagte: Junge, warum hast du nichts gelernt? Guck dir den Dieter an. Er hat sogar ein Auto. Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Wir geben dir eine Festanstellung. In diesem Land entstanden. Diverse Zeitzeugen nicken hier im Graben. Und diesen Zeitzeugen möchte ich sagen, wir werden es jetzt nochmal toppen. Oder? Ungerne. Dann mach doch einfach einen größeren Kreis. Einen Tanzkreis, wie es bei uns heißt. Wenn du da schon dabei bist, dann hilf doch mal mit. Bitte. Wenn man weiß, wie es geht. Und da ist auch einer. Guck mal, das sind drei Kreise. Da kann man noch einen sehr großen Kreis draus machen. Sage ich jetzt einfach mal so, wenn da keine Zäune zwischen sind. Ah. Hier nicht den Faden verlieren. Das ist Spider-Man. Ich hab gedacht, ich gib's nicht. Jetzt bin ich aber froh. Thank you.
viel. Alles versaut. Oh Mann, ich bin rechtzeitig am Schlagzeug. Okay, okay, warte, 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 siehst du, ich bin rechtzeitig. Warte, warte, alles gut. Habt ihr noch Lust? Zu machen. Eine ganz schnelle Runde, von da nach da los. Auf die Plätze fertig, zack, los, schnell, schnell, schneller, schneller, das muss viel schneller gehen. Thank you.
spielen dieses alte Zugabespiel nur zu gerne. Es ist eigentlich ein Relikt der 80er Jahre, vielleicht sogar der 70er. Egal, wir sind Meister darin. Jetzt kommt ein Lied von mir für euch, für den Pride Month, in dem wir noch haben, noch ein paar, zwei Wochen. Yeah. Ich meine, hey, wir können echt stolz darauf sein, was das für eine große Community ist. Und dass das in unserem Land so abgeht. Und so die Scheiße, ich meine, das wäre die Kunst, das wäre die Musik ohne Homosexuelle, ohne Little Richard, ohne Elton John und solche Leute. Melissa Etheridge, whatever! Und Bela, multisexuell. Okay, das Lied ist für euch, all ihr stolzen Menschen da draußen. Ich trinke jetzt noch meinen Becher leer, dann kommt auch schon der Farin her. Das Lied über einen älteren, verunsicherten Mann. Ein Lied für Farin und mich. Bis die Sonne scheint.
Angst und Blut, der Märtyrer, bezwingt euch! What a count! Okay, unser wichtigstes Lied, let's face it. Thank you.
Rap war das beste Band in the world. Warum heißt es wieder Arbeit geben? Es gibt einfach kaum bessere Bands. Und wenn sie besser sind, dann will die keiner hören. Weil es gibt ja schon uns. Vielen Dank. Moment, die wichtigste Frage. Hat es euch gefallen? Die zweitwichtigste Frage. Wenn es euch nicht gefallen hätte, wärt ihr ehrlich? Bela, sie sind noch hier. Sie sind immer noch hier. Dankeschön! Oh, du willst den T-Shirt abziehen? Ohne euch wären wir nur drei wunderliche alte Herren, die auf der Bühne Quatsch machen. Mit euch sind wir die verdammt beste Band der Welt! Eddie, danke für die Mail, ich antworte, wenn ich Zeit habe. Ein Gruß an euch. Kommt gut nach Hause. Karin und Bela gehen jetzt in ihre Kojen. Und, nein, sag's nicht. Und onanieren sich zu Tode. Das alte so lange, bis wir uns selber anzeigen. Okay, Dankeschön, das waren die Ärzte aus Berlin. Wir sind sehr stolz, heute hier gewesen zu sein. Juni!